Hallo liebe Lukianerinnen, hallo liebe Lukianer, ich bin Benedikt und ich freue mich, heute mit euch diese Andacht gestalten zu können. Wir befinden uns in unserem Leseplan im 2. Samuelbuch, Kapitel 2. Und diese Stelle ist insofern sehr interessant, weil David sich gerade in einer besonderen Situation befindet. Er ist einerseits gerade voller Trauer, weil sein geliebter Freund Jonathan im Kampf gegen die Philister umgekommen ist. Und auf der anderen Seite ist aber auch Saul umgekommen. Und der Weg ist jetzt frei, für ihn zum König gekrönt zu werden. Und genau in dieser Situation stellt er nun eine Frage an Gott. Wir lesen im 2. Kapitel gleich Vers 1. Danach befragte David den Herrn: Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Der Herr gab ihm zur Antwort: Ziehe hinauf. Da fragte David: Wohin soll ich ziehen? Er erwiderte: Nach Hebron. Also inmitten dieser beiden extremen Situationen geht David, wie das nur so sein Habit ist, seine Gewohnheit, die übrigens sehr, sehr gut ist, immer zu Gott. Was ich aber ganz besonders interessant finde an dieser Frage, ist, dass er nicht Gott fragt, was soll ich jetzt tun? Ich meine, wir kennen das ja ganz oft, wir sind in irgendeiner Situation oder und dann fragen wir Gott, was soll ich jetzt tun? Aber David stellt diese Frage ganz spezifisch. Scheint mir so, als wüsste er schon, was er tun soll. Scheint mir so, als hätte er ganz genau im Blick, was richtig ist, was jetzt an der Reihe ist. Nämlich er fragt, soll ich hinaufziehen nach Juda, in eine der Städte? Und wenn wir uns die anderen Fragen mal anschauen, die David so an Gott stellt, dann finden wir was Ähnliches. In Kapitel 23 vom 1. Samuelbuch im Vers 2 steht: Da befragte David den Herrn, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Der Herr antwortete David: Zieh hin, schlag die Philister und befreie Keila. Ebenso in Kapitel 30, Vers 8. Nun befragte David den Herrn: Soll ich diese Bande verfolgen? Werde ich sie einholen? Er antwortete ihm: Verfolg sie, du wirst sie sicher einholen und die Gefangenen befreien. Und mir scheint es wirklich so, dass David hier schon weiß, was richtig ist. David hat im Gefühl, was er tun soll. Aber er befragt dennoch Gott oder er fragt dennoch Gott, ob es jetzt tatsächlich das Richtige ist, ob er wartet auf Gottes Zuspruch in gewisser Weise. Und es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo wir nicht weiter wissen und wo es total legitim ist und wichtig ist, auch Gott zu fragen, was soll ich jetzt überhaupt tun? Ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Weisung, dein Rat, was soll ich tun? Aber es gibt eben auch einige Situationen, wo wir sicherlich schon immer ganz genau, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, ganz genau wissen, was wir eigentlich tun sollen. Und in solchen Situationen ist zum Beispiel, ich befinde mich immer mal wieder in den Situationen, wo ich merke, ich sollte eigentlich hier diesen Konflikt mal angehen. Ich sollte eigentlich mal diese Person um Vergebung bitten. Ich sollte eigentlich dieses unangenehme Gespräch führen. Ich sollte eigentlich hier viel, viel geduldiger sein und viel, viel mehr Liebe haben mit jemandem. Und das Richtige zu tun, ist nicht immer das Einfachste. Und David kann uns sicherlich hier und heute ein riesengroßes Beispiel sein und Vorbild sein, dass wir eben genau in diesen Situationen diese Frage, die wir haben, dieses Gefühl, eigentlich weiß ich, was richtig ist, dass wir das Gott stellen können, dass wir da Gott mit einladen können und sollen. Und dann wird Gottes Zuspruch kommen. Dann sagt Gott eben, Gottes Antwort lautet, ja, das sollst du. Und dann kannst du weiterfragen, so wie David gefragt hat, wohin soll ich gehen? Und dann sagt Gott, ja, eben, du sollst dahin gehen. Oder wie soll ich das machen? Ja, guck mal, so. Aber der Fakt ist, Gott ist eben bei David und Gott ist auch bei mir und Gott ist auch bei dir.
Und vielleicht gibt es eben diese eine Situation, diese eine Sache, die dir vielleicht schon seit Tagen im Kopf ist oder im Herzen, die nicht so einfach ist, wo du aber genau weißt, eigentlich ist es das Richtige. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese Frage vor Gott bringst und dass du weißt, dass du nicht alleine bist mit dieser Frage, sondern dass du auf Gottes Zuspruch und seine Hilfe vertrauen darfst, genau wie David in dieser Situation. Ich möchte für uns beten und dann diese Andacht abschließen. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du ständig zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du in uns gelegt hast eine Vorstellung von dem, was gut ist, eine Vorstellung von dem, was richtig ist. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, dass du uns führst durch Situationen, dass du uns Mut gibst, dass du uns ausstattest mit den richtigen Worten, mit dem, was wir brauchen. Und so möchte ich jetzt wirklich für diesen Tag, für diese Woche beten, für diese ganz besondere, schwierige Situation, in der wir uns alle teilweise befinden. Manchmal wissen wir ganz genau, was das Richtige ist und was gerade zu tun ist, aber es kostet uns irgendwie Überwindung. Danke, dass du dann da bist. Danke, dass du uns Zuspruch gibst. Amen. Tschüss, auf Wiedersehen.